Es ist mir eine große Freude, Sie alle heute Abend an der Hertie School begrüßen zu können. Wieder einmal dürfen wir im Rahmen der Rethinking Tomorrow Serie der Deutschen Welle hochkarätige Gäste bei uns im Haus begrüßen, die zu einem doch auch sehr hochaktuellen Thema diskutieren werden. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle und freuen uns darauf, diese in Zukunft fortführen zu können. Die Hertie School of Governance ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule im Bereich Governance und Public Policy. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, mit einer internationalen, interdisziplinären und anwendungsorientierten Ausbildung Studierende dazu zu befähigen, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts innovativ und klug zu begegnen. Und dies in Staat, in Wirtschaft und in der Zivilgesellschaft. Nur etwa die Hälfte unserer Studierenden kommt aus Deutschland. Die andere Hälfte kommt aus über 40 Ländern. Das ist auch der Grund, warum wir heute eine Simultanübersetzung ins Englische anbieten. Neben der Lehre sind wir zu einem zentralen Ort der öffentlichen Debatte in Berlin herangewachsen, getragen von dem Leitgedanken, dass eine School of Governance sich eben auch in dem Bereich zu bewegen hat, den sie lehrt und erforscht. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht hier bei uns ein Politiker, ein Wissenschaftler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, also Vor- und Nachdenker unserer Zeit, ihr Wort an unsere Studierenden und die Öffentlichkeit wenden. Hier ist ein Raum für gehaltvoll kontroverse öffentliche Debatten entstanden. Zum Thema des heutigen Abends, Technologie, Umwelt, Infrastruktur, ist zu sagen, dass dieser Themenblock eine der großen Governance-Herausforderungen der Gegenwart zusammenfasst. Wir hatten in der Vergangenheit hier an der Hertie School schon Gelegenheit, die Thematik aufzugreifen. So im Nachgang zum Reaktorunfall in Fukushima, als wir über eine Live-Videoschaltung mit unseren Kollegen an der Universität Tokio und unseren Studierenden unserer Fakultät zu den Policy-Implikationen sprechen konnten. Es ging um kurzfristige Maßnahmen, diese zu diskutieren, aber auch längerfristige Perspektiven der Energiepolitik zu besprechen. So wollen wir hier an der Hertie School zum Thema Technologie, Umwelt, Infrastruktur einen Schwerpunkt aufbauen. Und die heutige Veranstaltung ist ein sehr wichtiger Auftakt zu dieser neuen Initiative. Den Vorauftakt hatten wir gestern mit Roland Koch, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Hessens und heute leitend bei Bilfinger tätig. Er sprach über die Fallstricke bei der Planung großer Infrastrukturprojekte und weiter geht es im April. Dann empfangen wir Achim Steiner, den Direktor des UN-Umweltprogramms. Die Energiewende ist sicher die größte Herausforderung in Deutschland in diesem Sektor. Viel, viel, viel hängt von der Frage ab, wie wird der Kraftakt zum Erfolg? Wir sind sehr gespannt darauf, was Herr Altmaier und Herr Kretschmann dazu zu sagen haben. Moderiert wird der heutige Abend von Frau Michaela Küfner von der Deutschen Welle. Bevor ich an Christoph Lanz, Multimedia-Direktor global bei der Deutschen Welle, das Wort für eine große Begrüßung übergebe, lassen Sie mich noch auf die enge Verbindung zwischen der Hertie School und dem Land Baden-Württemberg hinweisen. Als School of Governance kümmern wir uns in der Tat ums Ländle. So waren zum Beispiel unsere Professoren Enderlein und Jobst Fiedler beratend zum Thema Umsetzung der Schuldenbremse im Landeshaushalt und in kommunalen Haushalten tätig und konnten an Lösungsmöglichkeiten zu der derzeit wohl größten Herausforderung an das föderale System beitragen. Darüber hinaus gibt es nun seit fast 4 Jahren eine enge und produktive Zusammenarbeit zwischen der Universität Heidelberg und der Hertie School, die auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass ich in eine Doppelfunktion als akademischer Direktor der Hertie School und des Zentrums für soziale Investition der Universität Heidelberg fungieren darf. Eine etwas ungewöhnliche Konstruktion, zugegeben, aber auch Ausdruck, wenn ich so sagen darf, der Innovationskraft des Landes, nämlich eine private Einrichtung in Berlin mit einer führenden öffentlichen Universität des Landes, ja wenn nicht ja weltweit, zu verbinden. Aber genug der Vorrede. Seien Sie willkommen an der Hertie School. Herr Lanz, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrter Professor Anheier,
Meine Damen und Herren, auch ich freue mich natürlich sehr, Sie alle hier begrüßen zu können, vor allen Dingen bei diesem Thema und bei diesen Diskussionsgästen. Die Veranstaltung Rethinking Tomorrow ist sowieso, finde ich, ein Highlight für die Deutsche Welle und wir danken Ihnen sehr, dass wir mit Ihnen das gemeinsam machen können. Ich erinnere mich sehr gut an die beiden für mich bisher spannendsten Veranstaltungen. Das eine war die Schalte zu der damals noch unter Hausarrest stehenden Friedensnobelpreisträgerin nach Myanmar, nämlich mit Aung San Suu Kyi, die wir hier in der Hertie School machen konnten. Und die zweite Veranstaltung, die mir sehr gut in Erinnerung ist, war auch so eine Brückenveranstaltung, nämlich die Diskussion mit Studenten in Kairo über den arabischen Frühling. Und damals haben wir, glaube ich, schon alle geahnt, was mittlerweile ja zum Teil auch bittere Realität geworden ist. Also das ist hier wirklich eine richtungsweisende Veranstaltung und wir sind stolz darauf, mit Ihnen gemeinsam mit der Hertie School das machen zu können. Eine Begrüßung zu einem solchen Thema sollte kein Co-Referat sein, vor allen Dingen, wenn man, ich bin eigentlich jetzt versucht, was von Schwergewichtern zu sagen, aber ich halte es mal zurück, wenn man aber wie ich ein Leichtgewicht ist im Vergleich zu der Kompetenz, die hier vor uns sitzt und der politischen Bedeutung. Ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Ministerpräsident Kretschmann, und Sie, Herr Bundesminister Altmaier, zu dieser gemeinsamen Veranstaltung gekommen sind. Das ist für uns eine Ehre. Die Energiewende nimmt im Programm der Deutschen Welle und auch in den Online-Auftritten der Deutschen Welle einen breiten Raum ein. Wir sehen uns hier als ein globaler Multiplikator einer Entwicklung in Deutschland, die die ganze Welt betrifft und die wir als Weltgemeinschaft ansprechen, besprechen und gemeinsam lösen müssen. Vielleicht gelingt es uns, mit unseren Sendungen dazu beizutragen, diese Diskussion auch international anzuregen und zu verstärken, so wie der Umweltminister sich ja ebenfalls bemüht, internationale Allianzen zu schmieden. Gestern gab es ebenfalls gemeinsam mit der Hertie School ein Twitter-Gespräch mit Minister Altmaier und ist kein Geheimnis, wenn ich sage, es gibt in der Bundesregierung nur einen Obertwitterer, das ist Peter Altmaier. Und auch diese Twitter-Diskussion hat gezeigt, das ist ein Thema, was viele Menschen betrifft, auch außerhalb Deutschlands betrifft und was auf eine breite Resonanz stößt. Das Twitter-Gespräch fand im Rahmen der Reihe Global Ideas der Deutschen Welle statt. Global Ideas, das ist die größte multimediale Klimaschutzplattform, die es weltweit gibt. In deutscher, in englischer, in spanischer, arabischer und in chinesischer, aber auch in portugiesischer Sprache berichten wir auf dieser Plattform zum Thema Klimaschutz, zum Thema Energiewende, zum Thema Artenschutz. Und wir sind sehr stolz darauf, dass in 5000 brasilianischen Schulen Global Ideas und das, was wir hier in Berlin mit unseren Redaktionen herstellen, mittlerweile als Unterrichtsmaterial im Einsatz ist. Vielleicht eine Anregung auch für deutsche Schulen. So viel aber von mir zum Eigenlob. Ich habe jetzt die große Freude, ein bisschen das zu tun, was ich früher gemacht habe, nämlich Moderator zu sein. Insofern, als ich Ihnen den Einspieler zu diesem Thema ankündigen will, zum Thema die Energiewende, ihre Probleme, ihre Chancen und ihre Bedeutung. Wir haben in unserer Wirtschaftsredaktion dazu einen kleinen Film gemacht, der Sie auf das Thema einstimmen soll, der auch die Konfliktlinien und Diskussionslinien ein bisschen nachzeichnet, bevor dann anschließend meine Kollegin Michaela Küfner eine hoffentlich spannende und interessante Podiumsdiskussion moderiert. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen gelungenen Abend und sage Mats ab. Die Herausforderungen der Energiewende sind gigantisch. Abschaltung aller Atomkraftwerke in Deutschland bis zum Jahr 2022. Und 2050 sollen erneuerbare Energien 80% des Strombedarfs decken. Windkraft, Biomasse, Sonnenenergie. Schon heute wächst der Ausbau der Erneuerbaren rasant. Windradaktien und Solarstromgemeinden. Bürgerbeteiligung wird zum Motor der Energiewende. Aber auch zur Bremse. Jeder will sauberen Strom. Aber keiner Masten vor der Haustür. Doch der Kraftakt Energiewende wird ohne mehrere tausend Kilometer an modernen Stromautobahnen nicht gelingen. Und was passiert, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint?
Vor Stromausfällen soll eine Reserve an fossilen Kraftwerken schützen. Aber wer wird sie bauen, wenn sie sich nicht mehr rechnen? Immer höhere Rechnungen zahlen die Verbraucher. Mehr Ökostrom, mehr Kosten durch subventionierte Vergütungen. Die sollen jetzt begrenzt werden. Und auch die großen Stromverbraucher in der Industrie sollen stärker zur Kasse gebeten werden. Doch sind sie dann noch fit im globalen Wettbewerb? Schafft Deutschland die Energiewende allein? Oder nur zusammen mit seinen europäischen Partnern? Und kann die Energiewende ein Modell sein für die internationale Klimapolitik? Herausforderung Energiewende. Wie wird der Kraftakt zum Erfolg?